Projekt selber kann ich noch nicht viel sagen. Ich habe es generell spannend gefunden, dass man Kunst und Landwirtschaft sehr miteinander kombinieren kann und freue mich, wie alle anderen hoffentlich da, was da geschaffen worden ist. Suchit, welcome in Bad Mitterndorf. I'm very excited to have you here. You bring some diversity in our traditional town and I'm excited to see what you created. Danke, Frau Bürgermeister. Zuerst einmal herzlichen Dank, dass so viel gekommen seid. Wir stehen jetzt da mit einem Bauern aus Delhi. Eine tolle Sache. Der Bursche hat noch dazu das gleiche Ansinnen wie ich. Es geht uns um den Boden. Um Pflanzen und um Boden und um Tiere geht es uns. Und er hat eine ökologische Landwirtschaft. Er hat eine ökologische Zielsetzung. Und es ist echt interessant und spannend. Wir leben alle auf 800 Meter. Mitterndorf 800, Delhi 800, einen anderen Breitengrad haben wir. Wir kämpfen damit, dass wir Wärme zusammenbringen. Sie haben genau das Gegenteil. Sie kämpfen, dass die Wärme wegbringen. Zu diesem Kunstprojekt einmal herzlichen Dank, dass du da bist. Und danke dir, dass du das ermöglicht hast. Ich bin begeistert, dass dieser junge Herr, er ist jung, ich bin alter Depp, da ist. Es ist wunderschön, wie sich der mit unseren Pflanzen auseinandergesetzt hat. Was der für Freude gehabt hat, dass er Rinder mit Hörnern gesehen hat. Wir haben die ganze Zeit zwar nur gelacht. Grundsätzlich, ich muss sagen, ich kann nicht Englisch und er kann nicht Deutsch. Wir haben uns aber verstanden. Wenn es niemand da hat, oft sind wir zu meiner Tochter gelaufen oder zu dem, der was Englisch kennen hat. Und das hat sehr gut funktioniert. Suchit Malik war jetzt eben einen Monat hier. Er ist Künstler in Delhi. Dort wohnt er, dort arbeitet er. Er ist bildender Künstler, malt auch, baut sozusagen Skulpturen, aber immer mit der Natur und aus der Natur heraus. Sein Verständnis ist nicht etwas zu nehmen, sondern immer zu geben. Und daher ist es auch oft so, dass er eben sich mit der Natur auseinandersetzt, Stallungen baut. Er hat selbst ein Hektar großes Areal in Delhi, wo er selbst Künstler einlädt und mit ihnen zusammenarbeitet. Womit hat Suchit sich beworben? Er hat sich beworben, es geht um Körper, es geht um die Erde, es geht um die Landwirtschaft. Wir kennen alle die Körperkunst, wir wissen alle, dass Körper mit Erde natürlich sehr eng verbunden ist. Und er hat sich hier umgesehen und hat etwas gemacht, er hat eine Skulptur sozusagen in den Boden geschrieben. Er hat dort wie eine Schüssel etwas ausgegraben und hat sich dann parallel vernetzt mit anderen Künstlern, die er wiederum eingeladen hat, international, hat mit ihnen konferiert und hat dann schlussendlich auch Moos hineingebracht. Warum Moos? Moos ist etwas, was von der Alm gekommen ist. Das ist auch etwas, so wie der Rudi immer sagt, das Paradies oder eines der Paradiese. Und dieses Moos ist eines der großen Gewächse oder der ersten Gewächse und kann sozusagen auch immer auch kontaminierte Erde wieder heilen. Es ist eine Schnecke darin zu sehen und die ist nicht zufällig hergekommen, sondern die wurde auch hierher verbracht oder gebracht als Hilfe. Und Suchit hat gesagt, das ist eigentlich der Künstler. Und das bringt mich dann auch wieder zurück zu dir, lieber Rudi, wo du mir das letzte Mal auch oder immer wieder erzählt hast, wichtig ist, sind die Tiere und sind die Wesen, die uns umgeben. Uns geht es nicht um Gewinnmaximierung und es geht uns nicht um Ausnutzung des Bodens, der Pflanze, der Tiere und der Menschen, sondern wir dürfen nicht vergewaltigen. Wir können nur
miteinander alle gut leben, wenn wir miteinander arbeiten und nicht gewinnmaximierend und wachstumsmaximierend. Wir müssen anders das tun, wir müssen mit der Natur tun. Und darum auch mein Appell und auch sein Ansatz, wir haben nur eine Chance über die Bodenlebewesen. Wir müssen auf den Boden schauen. Das ist unser wichtigstes Gut. From the past we seen that we can see Leonardo da Vinci, what he did. Was die Kunst eigentlich tatsächlich macht, ist das Zusammenbringen und das Ausloten eines großen Wissens. Und deswegen hat er auch auf Leonardo da Vinci reflektiert. Leonardo da Vinci hat sich mit Medizin, mit Natur, mit Wissenschaften auseinandergesetzt, hat daraus dann etwas kreiert. Aber das Wesentliche ist eben das Zusammenspiel und das Begreifen dieser Gemeinsamkeit. Und das hat er jetzt eben beim Rudi auch gesehen und bei seinem gesamten Team. What is the intention for you to invite the artists in your place? After completing my graduation, I started doing painting instead of joining a job. Also es ist ihm wichtig, er hat ja Kunst studiert und er hat auch tatsächlich sozusagen, was man sozusagen als Kunstwerke, Skulpturen und Malereien produziert und er hat sie auch verkauft. Er hat sie gut verkauft, er hat sie in Galerien gekauft, sagt aber gleichzeitig, dadurch ist er immer einsamer geworden. Und das hat ihn dazu geführt, dass er andere Künstler eingeladen hat, um Teil eines größeren Gemeinsamen zu sein, um Dinge wieder zurückgeben zu können, beziehungsweise auch teilen zu können. Das heißt, die Community, die Gemeinschaft wird wieder eine größere und seine Kunst ist so etwas wie, wenn Sie die Arbeit schon gesehen haben mit dem Moos, es sind wie Zeichnungen, die in die Erde hineingeschrieben werden, bei großem Respekt vor der Natur auch. Into the farm, that's how they will become my color of artwork.